Elektromotoren sind aus unserem technisierten Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob in Lokomotiven oder DVD-Laufwerken, in Bohrmaschinen oder Klimaanlagen, überall tun Elektromotoren zumeist unsichtbar und sehr zuverlässig ihren Dienst, indem sie elektrische Energie in mechanische Energie umwandeln. Aber wie machen sie das eigentlich? Wenn man das verstehen will, muss man drei Dinge wissen. Erstens, zwei Magnete können einander anziehen oder abstoßen. Dabei gilt die Regel, gleiche Pole stoßen sich ab, ungleiche Pole ziehen sich an. Zweitens, ein vorher nicht magnetisches Eisenstück, eine Schraube etwa, kann durch elektrischen Strom magnetisch gemacht werden. Dazu muss man nur einen lackierten Kupferdraht oft genug um das Eisenstück wickeln. Sobald Strom durch den Kupferdraht fließt, wird das Eisenstück magnetisch, das ist ein Elektromagnet. Drittens. Einen Elektromagneten kann man umpolen. Man muss nur den Strom andersherum durch den Kupferdraht fließen lassen. Elektromotoren enthalten immer die gleichen Bauteile. Der Stator ist ein mit dem Motorgehäuse fest verbundener und damit unbeweglicher Elektro- oder Dauermagnet. Zwischen den Polen des Stators befindet sich der Rotor. Er sitzt auf der Motorachse und kann sich drehen. Der Rotor ist ein Elektromagnet. Der Strom für den Rotor wird über den Kommutator zugeführt. Das sind zwei gegeneinander isolierte Hälften eines Schleifrings. Zwei Schleifkontakte, die mit einer Stromquelle verbunden sind, drücken von außen gegen den Kommutator. Sobald elektrischer Strom durch die Rotorspule fließt, beginnt der Rotor sich zu drehen. Nach jeder halben Drehung wird der Strom umgepolt, dafür sorgt der Kommutator automatisch. Dadurch werden die Magnetpole des Rotors vertauscht. Ohne diese Umpolung bliebe der Rotor nach einer halben Umdrehung hängen, weil dann der Nordpol des Rotors dem Südpol des Stators gegenüberstände und umgekehrt. Weil ein Motor mit zweipoligem Rotor nicht von alleine anläuft, werden in Elektromotoren Rotoren mit drei oder mehr Polen verwendet. Und wenn man statt eines Dauermagneten ein Elektromagnet als Stator verwendet, kann man den Motor sogar mit Wechselstrom statt mit Gleichstrom betreiben. So schließlich sieht ein Motor von innen aus. Links erkennt man das Gehäuse mit dem darin befestigten Statormagneten. In der Mitte ist der zugehörige dreipolige Rotor mit dem Kommutator, zu Deutsch Polwender, zu sehen. Die rechte Abbildung zeigt die Motorabdeckung mit den Schleifkontakten.